sind Karin und Philippa. Hallo. Die beiden würden mich freundlicherweise für Schülerladen vertreten, bis ich jemanden... Bis jemand richtigen gefunden hat. Nach dem großen Erfolg von Enkel für Anfänger stürmen Deutschlands beliebteste Senioren Gerhard, Philippa und Karin erneut die große Leinwand in Enkel für Fortgeschrittene. Karin hat mir von eurer Schnapsidee erzählt. Das ist wieder mal so typisch ihr. Die ersten Enkel waren ja quasi im frühen Grundschulalter und ich wollte jetzt die Latte ein bisschen höher legen und da dachte ich, pubertierende Kinder sind einfach die größere Herausforderung. Na ihr? Wollen wir vielleicht gemeinsam was spielen? Oh, Entschuldigung, das nervt total. Das ist deins. Nur alte Leute haben ja in denen nicht auf Stumm. Jetzt sind die Kinder etwas älter, sind in der Pubertät, haben ihre eigenen Liebesgeschichten auch, ihre eigenen Probleme. Ich habe eine Zusatzaufgabe, es geht um Müll und... Was heißt Zusatzaufgabe? Dass wir die machen können, aber nicht müssen. Hä? Ja, dann machst du doch nicht. Hä, aber ich wollte doch... Lass dich nicht verarschen. Mit Zusatzaufgaben fängt's an und später sind es dann unbezahlte Überstunden. Das ist nun mal was ganz Neues und die Alten, die drei, haben sich auch entwickelt. Das hier ist eine Hausaufgabenhilfe. Was habe ich denn jetzt gemacht? Nichts. Das ist es ja. Das ist immer alles wichtiger genommen als die Schule. Das sind ganz schöne neue Problematiken. Die Beziehung zwischen ihr und ihrer Tochter wird aufgerollt. Aber den Laden hier, den führst du nicht so laissez-faire. Los, alter Reichemann, helf mir bei Bio. Hilf, lern erst mal Deutsch. Nein, erst Bio. Die kommen auch aus einem anderen Milieu so ein bisschen mehr. So, ne? Also wir erzählen kein Sozialdrama oder so, aber das clasht noch ein bisschen mehr. Was ist das hier? Keine Ahnung, die Nabelschnur. Das ist der Dünndarm. Wieso schreien Sie meine Nichte so an? Haben Sie den Wetter verloren oder leisten Sie Ihr Sozialstunde? Mein Patenopa Gerhard, der verliebt sich ja dann auch nochmal. Warum ist es dir nicht egal, was er über dich denkt? Ich werde mich sowas von nett und tolerant um seine Nichte kümmern, der wird sich umschauen. Weißt du, wo die Algebra herkommt? Aus deiner Heimat. Aus Bottrop? Ja. Die haben auch ihre Ecken und Kanten und auch untereinander und auch ihre Befindlichkeiten. Wir verkuppeln Gerhard und Eide. Gut, dann machen wir eine Party. Wir lassen die Sau raus. Nimmst du bitte die Schuhe darunter? Die Karin zieht ja dann bei mir ein und man merkt, mir ist überhaupt nicht recht, so ein Fremdkörper in der Wohnung. Ne? Ich lieg auf Salzstamm. Und ich in einem Dilemma. Für die Fortsetzung der witzigen Kinokomödie konnte Regisseur Wolfgang Groß auf die komplette Hauptdarstellerriege des ersten Teils zählen. Auch dank der guten Erinnerungen an die vergangenen Dreharbeiten. Da dachte ich so, ja, cool, sind wieder alle da. Es ist so vertraut und natürlich mit Maren, Barbara und Heiner. Es gibt eine Herzlichkeit untereinander, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und natürlich ist es schön für mich und ich glaube auch für Maren und für Heiner, mit also mal Gleichaltrigen so zusammenzuarbeiten. Sigrid? Nein, das ist Karin? Hör mal, das ist aber jetzt... Wir wollen eine richtig tolle Komödie machen, die aber... Tiefgang hat, die einen emotional mitnehmen. Du bist eine gute Mutter. Wir müssen dankbar sein für diese Menschen, die nicht so sind wie wir. Denn sie sind unersetzlich. Es ist ein Film über das pralle Leben. Erstens, was die drei Generationen angeht. Und zweitens, was alles angeht, was Menschen erleben können. Das ist das Leben. Ich hoffe, dass die Zuschauer total gut gelaunt rausgehen. Es wird ja so oft gesagt, es ist ein Film für die ganze Familie. Aber was soll ich sagen? Hier stimmt's. Die Party ist noch nicht vorbei. Das agile Rentner-Trio setzt zum nächsten Höhenflug an. Im Enkel für Fortgeschrittene. Wen wollen wir noch einladen? Was ist mit Horst? Horst ist tot. Ach, je, wirklich? Marlies? Reha. Hm. Norbert? AfD. Aber merkt man's? Ja. Demnächst im Kino.